Hallo, ich bin Gabriele Kercher und ich zeige dir meine Art zu reisen. Ich mache mir jedes Land zur Heimat auf Zeit, ohne zu werten oder zu urteilen. Diese Videoreihe ist meine Liebeserklärung an die Pferdewelt. Komm mit mir auf meine große Pferdeweltreise. In Europa hat jedes Land eine bedeutende Pferdezucht. Doch welche sind die wichtigsten Ursprungsrassen der europäischen, ja weltweiten Pferdezucht? Das sind wohl Andalusier und englisches Vollblut. Also los, zunächst zu den spanischen Traumpferden. Holla in Andalusien. Das Blut der spanischen Pferde findet sich in Rassen auf der ganzen Welt. Alle Barockpferderassen wie Lipizzaner, Friesen, Knappstrupper führen spanisches Blut. Genau wie die amerikanischen Mustangs. Denn die ersten Pferde, die mit Kolumbus nach Amerika gelangten, waren spanische Pferde. Andalusien ist Spaniens traditionelles Pferdeland. Von Malaga aus fahre ich landeinwärts, durch das Gebiet der malerischen Pueblos Blancos. Die weißen Dörfer schmiegen sich wie Lichtflecken in die Gebirgslandschaft. Da ich nur wenig Spanisch kann, habe ich das Gestüt einer deutschen Pferdezüchterin ausfindig gemacht, die Yeguada Querencias. Yeguada heißt Gestüt, Querencias kann man mit Wohlfühlort übersetzen. Desiree Lang ist eine Powerfrau, Züchterin aus Leidenschaft, Liebhaberin rassiger spanischer Pferde. Sie versprüht genauso viel Energie, Charisma und Temperament wie ihre Vierbeiner. Desiree leitet das Gestüt mit viel Herz. Ihre Mannschaft, Bereiter, Praktikantin und Pferdevorführer nennt sie ihre Kinder. Außer den 40 bis 50 Pferden beherbergt sie etliche Hunde, Katzen, Schweine, Papageien und Schildkröten. Und sogar eine sehr zutrauliche Hirschkuh kommt täglich zu Besuch ins Gestüt. Das Wohl aller Tiere ist Desiree heilig. Stuten werden in Spanien, zumindest bei den Züchtern, nicht geritten. Sie leben auf ausgedehnten Weiden und bringen jedes Jahr Nachwuchs. Aus Tradition und aus hygienischen Gründen werden bei den Stuten Mähne und Schweifrübe rasiert. Frei und unbeschwert wachsen die Fohlen der Yeguada Querencias heran. Das stärkt Körperkraft und Seele. Bei Stutfohlen Iris zeigt sich deutlich, dass sie Schimmel wird. Und das gilt für alle Fohlen von Querencias. Denn auch wenn Rappen und Braune heute sehr begehrt sind, ein guter Spanier ist weiß, sagen die traditionsbewussten Züchter, und auch Desiree züchtet ausschließlich Schimmel. Andalusier ist im Sprachgebrauch immer noch der Name der Rasse, doch korrekt ist Pura Raza Española, kurz PRE oder PRE. Das bedeutet reine spanische Rasse. Andalusien ist zwar nach wie vor das Hauptpferdeland Spaniens, doch werden PREs im ganzen Land gezüchtet. Allerdings in verschiedenen Typen. Mit einem Stockmaß von 1,72 verkörpert der mächtige Galileo den modernen Sportpferdetyp. Er ist der Superstar und Gewinner vieler Dressur- und Züchterpreise. Auf ihn ist Desiree zu Recht besonders stolz, denn sie hat ihn selbst gezogen. So ist der imposante Schimmel für immer auch ihr Baby. Galileo bewegt sich wie ein Champion. Seine Gänge haben enorme Dynamik, Schwung und Raumgriff. Dieser athletische Sporttyp ist bei Reitern mit Turnierambitionen gefragt. Ich persönlich bevorzuge den kleineren Barocktyp, so wie El Ejido. Schneeweiß, kompakt, mit märchenhafter Ausstrahlung. Ein echter Traumprinz. Bewegungen der hohen Schule wie Piaffe, Passage, Capriole, Courbet liegen dem Barocktyp im Blut. El Ejido ist ein Tänzer, ein Showstar. Ich kann mich gar nicht satt sehen am Zauber dieses Wesens. So wird er auch der Titelheld meines Bildbandes. Mehr Info dazu unter diesem Video. Mit Gefühl und Sachverstand bildet Bereiter Ramon Tirado die feurigen Hengste aus. Ramon scheut keine Mühe, den gewaltigen Galileo und die anderen Prachtpferde fürs Fotoshooting herauszuputzen. Generell zeigt sich beim Vorbereiten der Pferde die Landesmentalität. In Spanien muss ich niemanden bitten, Pferde und Zubehör zu putzen und saubere Kleidung zu tragen. Die Eitelkeit der Südspanier ist sprichwörtlich. Im englischen Stil, also mit Jackett, weißer Hose und Dressursattel, präsentiert Ramon sich und S-Klasse-Hengst Galileo. Ramon hat aus Galileo ein Spitzenpferd gemacht.
Mit viel Gefühl holt er das ganze Potenzial aus dem Hengst heraus. Auch wenn dessen Kraft einmal überschäumt, bleibt Ramon ruhig und fängt den Temperamentsbolzen ohne Gewalt wieder ein. Und da Desiree selbst nur Freizeitreiterin ist, müssen die Hengste auch im Gelände kontrollierbar sein. Auch als Vaquero macht Ramon eine gute Figur. Er zeigt die Doma Vaquera, die Dressur der andalusischen Rinderhirten, natürlich mit entsprechendem Equipment. Was für den Cowboy das Lasso, ist für den Vaquero die Garrocha, eine lange Treibstange, mit der Rinder sortiert werden. Auf meinem Liebling El Ejido zeigt er die spanischste aller Dressurlektionen, den spanischen Schritt. Ramon lässt mich sogar auf El Ejido reiten. Voller Ehrfurcht schwinge ich mich in den Vaquero-Sattel und habe den mächtigen Hals mit seidig schimmernder Lockenmähne vor mir, märchenhaft. Zum Abschied arrangieren wir noch ein wunderschönes Sunset-Fotoshooting mit Praktikantin Tavia und El Ejido. Eins der Fotos ziert die Eingangsseite meiner Website. Neben der wunderbaren Zeit auf Desirees Gestüt gibt sie mir noch viele Tipps und Kontakte für meine weitere Andalusienreise. Schon allein die nahe Stadt Ronda mit der gewaltigen Puente Nuevo ist eine Reise wert. Und noch einen Tipp möchte ich gleich an euch weitergeben. A Campo Abierto, eine Vorführung der andalusischen Berühmtheit Álvaro Domecq. Er präsentiert die Pferde, Stiere und die Seele Andalusiens. Mehr dazu in einem weiteren Andalusien-Beitrag und im Link unter diesem Video.